Ich bin ja jetzt auch durch viele Reviere gesegelt. Du bist gerade in einem Revier, segelst auch in verschiedenen Revieren. Und man sieht ja auch die verschiedensten Bootstypen. Und ich bin einfach mal neugierig, weil diese Frage auch schon mal kam, welches Boot für welches Revier, ne? Also vielleicht können wir das mal so auf die Atlantikküste, Ostsee, Nordsee mal so ein bisschen begrenzen, ob es da schon so bestimmte Typen gibt, worauf ich achten kann, was sich da eignet. Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist fast auch ein bisschen Religion. Darüber kann man sehr viel weiter reden. Ich versuche das jetzt mal nur auf den Punkt zu bringen, dass nicht alle Boote in alle Reviere ideal sind. Und man manchmal sich ein Boot kauft und dann in einem Revier segelt, wo man später herausfindet, das passt ja gar nicht so gut. Also entweder das Revier nicht oder das Boot nicht. Und dann ist es vielleicht ganz gut, auch das Boot verkaufen zu können. Also es ist ja kein schlechtes Boot, nur weil es nicht in das Revier passt. Und das hattest du das mal auch schon gesagt, genau. Das ist sehr wichtig, ja. Und jetzt kann man dann überlegen, jetzt kann man ins Detail gehen, welches Boot passt wohin. Mhm. Und das eine sind die Reviere und das andere ist das Wetter. Und das dritte ist, wie weit will ich damit segeln können. Mhm. Also es gibt wunderschöne Boote. Ich habe einer meiner Teilnehmer hier auch gehabt, der wollte sich eine Nordborg 40 kaufen. Decksalon, das ist wunderbar für den Norden, aber hatte nur einen Dieseltank für über 110 Liter. Also das eignet sich also nicht, weil damit kann man ja mit einem 55 PS Motor vielleicht nur 30 Stunden Motoren. Und da müsste man ja, wenn man zum Beispiel in Norwegen segelt, alle 3 Tage Diesel tanken. Also die Frage ist, ob man das möchte. Und so eignen sich verschiedene Boote für verschiedene Reviere und verschiedene Wetter. Also früher gab es das nicht. Früher waren alle Boote spezialisiert darauf, seesicher zu sein. Also das war ein A und O. Alle könnten auf Grund laufen, die konnten hohe Wellen ab, die waren in schlechtem Wetter, waren die sicherer oder bequemer, weil man ja Wettervorhersage nicht hatte, man hatte die Navigation nicht so parat und das wird heute sozusagen kompensiert. Und so sind die meisten modernen Boote, die man vom Chartern und so kennt, eigentlich in erster Linie Schönwetterboote. Schönwetterboote bedeutet bei niedrigen Wellen, bei wenig Windstärke, große Cockpits zu haben. Vielleicht haben die auch riesige Sprayhoods, damit nicht was nass wird vom Regen. Aber diese Sprayhoods, die können ja dann nicht die Kraft eines schlechten Wetters, eines Starkwindes von vorne kommend, also das grüne Wasser, was dann gegen dieses Sprayhood schlägt, würde dann das kaputt machen. Oder die haben überhaupt kein Achterdeck, sondern haben dann nur ein sehr breites Heck. Vielleicht ist es sogar offen. Da kommen ja die Wellen, wenn sie von hinten kommen, dann reingerollt. Da hilft ja nicht mal ein Handtuch davor zu hängen. Aber da muss man ja mal überlegen, in welchem Wetter oder in welche Performance möchte ich haben. Möchte ich ein Boot haben, was perfekt läuft bei Windstärke 3 oder maximal 4? Oder möchte ich ein Boot haben, was bequem ist bei Windstärke 6, 7 oder vielleicht auch mal 8? Im Mittelmeer zum Beispiel möchte man viel Platz haben im Cockpit. Das sind Badeplattformen, das sind Spaßboote. Damit fährt man irgendwo hin ankern bei schönem Wetter. Jetzt kann es ja im Mittelmeer plötzlich sehr stürmen, wie wir jetzt auf Ibiza kürzlich gesehen haben letzte Woche. Das ist ja eine Katastrophe. Und auch gestern war doch auch, vor Formentera war doch auch dieser große Sturm. Ja, das ist ganz schön. Und sogar, das kann man mal sehen, dass das Mittelmeerwetter gar nicht so leicht zu prognostizieren ist, beziehungsweise zu handeln ist. Aber darüber können wir auch ein andermal reden. Also jeder hat dann so solche seine Bootstypen. Also ein Decksalonboot ist vielleicht sehr gut für den Norden, wo man vielleicht nur kürzere Strecken haben möchte. Da sollte man vielleicht ein Boot haben, was auch mal auf Grund laufen kann, weil in Schweden sind überall die Steine, soll nicht gleich kaputt gehen. Man hat immer wieder einen Hafen, wo man schnell hin kann. Und hier diese Küste, da hat man dann vielleicht andere Wellen. Und dann möchte man ein Performance haben, das vielleicht bequem ist bei den höheren Wellen und bei stärkerem Wind. Also ein Mile-Eater, wenn man überhaupt Distanzen machen möchte. Vielleicht will man ja auch nur ganz kurze Distanzen. Ja. Also es ist sehr, sehr flexibel, was für ein Bootstyp man haben möchte. Was ich aber gerne erzählen möchte, ist das Wichtige mit der Stabilität. Okay.
Die Stabilität eines Bootes bedeutet, dass das Boot ja nicht umkippen soll. Und dafür hat man dann die GZ-Kurve. Die GZ-Kurve ist die Kurve, die leider nicht für alle Bootstypen zugänglich ist. Aber die ist sehr bedeutungsvoll, denn in dieser kann man dann ablesen, bei welchem Krängungswinkel man zu jenem Winkel kommt, der einerseits den größten Willen hat, das Boot wieder zurückzubekommen. Ja. Und dann nimmt das ab und je schräger das Boot liegt, desto mehr ist es dem sozusagen egal, dass er vielleicht auch weitergeht. Und dann gibt es einen Winkel, der heißt AVS, Angle of Vanishing Stability. Bei dem ist die Stabilität weg und dann liegt das Boot auf dem Kopf. Okay. Und sehr klar kann man sich das bei einem Katamaran vorstellen. Ein Katamaran ist ja unheimlich breit, sehr stabil, kränkt nicht. Aber wenn er mal umkippt, liegt er genauso stabil auf dem Kopf wie umgekehrt. Ja. Und die neuen Boote sind so breit und diese GZ-Kurve wird immer schlimmer. Das heißt, früher waren sie alle sicher. Ein seetüchtiges Schiff sollte mit ganz klarer Selbstverständlichkeit einen Winkel haben, erst bei 130 Grad. Noch bei 130 Grad sollte der sich wieder aufstellen. Das war nur die Idee. Ja, ja. Und da die meisten sich nicht mit den GZ-Kurven und so auskennen, hat dann die CE-Norm gesagt, ja, dann gibt es CE A, B, C, D, das sind die verschiedenen Klassen, und die CE-Norm A, das sind die sicheren Boote für riesige Wellen, über 4 Meter und über Windstärke 8. Na gut, dann kaufe ich mir so ein CE A-Boot als Konsument. Was die aber da reingefuscht haben, weil die manche Entwicklung ist nicht immer positiv, das ist, dass irgendjemand hat da in diese Formel reingebracht, ja, es soll 130 Grad sein, aber dann darfst du zweimal die Verdrängung des Schiffes in Tonnen abziehen. Was bedeutet das im Klartext? Jetzt nehmen wir eine Beneteau Oceani 46. Die wiegt 13 Tonnen. Die sind extrem breit, ne? Die sind extrem breit. Und diese große Oceane 46 wiegt 13 Tonnen. Das heißt, zweimal diesen Wert, 26. Die 26 Grad darfst du von 130 Grad abziehen. 104. Dieses Boot braucht einen AVS, einen Angle of Vanishing Stability, da wo es dann den Bach runtergeht, da wo es ganz schlimm wird, da wo er auf dem Kopf liegt, von nur 130 minus 26, also gleich 104 Grad. Hm. Also der hat seine Norm mit der CE-Norm A dadurch erreicht, dass er nur 104 Grad liegen muss und dann kriegt er schon seine CEA-Norm, diese Formel so ist. Ist denn das Boot dann, sagen wir mal, stabiler, weil es breiter ist? Also ich frage jetzt einfach mal. Es ist anfangs stabil. Das heißt, es ist, und das mögen Leute, schön Wetter segeln. Die im Mittelmeer segeln, die nicht so gewohnt sind, die finden, na super, das Boot, das kränkt da nicht so sehr. Genau wie beim Katamaran. Mhm. Aber man muss dann sehr aufpassen und zwei Zeiten reffen. Und vor allen Dingen die Wellen können da ein Problem werden, dass wenn die anfangen zu brechen und sehr groß werden, und deshalb sind diese Boote dafür eigentlich nicht geeignet, dann, wenn der über 104 Grad kränkt, was ja sehr viel ist, aber trotzdem, dann kickt er auf den Kopf. Trick Nummer zwei, den die machen, ist, dass diese CEA-Norm gilt nur, wenn sie ganz wenig beladen ist. Und deshalb sollte man alle diese CE-Schilder lesen, wenn man dann sieht, ja, das ist CEA, also für Ozeanfahrt, aber nur, wenn man sie maximal bis so und so viel belädt. Und richtige Ozeanschiffe, die kann man mit 3,5 Tonnen beladen, und damit ist gemeint Menschen, Gepäck, Essen, Nahrung, extra Tanks, Werkzeuge, Zubehör, alles. Kompensiert man das. Ich habe einen Freund, der ist über den Atlantik gesegelt, der hat sich so eine Oceanis 46 gekauft und ich habe gesagt, ist er dafür geeignet? Und dann hat er gesagt, Leon, du bist altmodisch. Heute macht man es anders. Heute haben wir Starlink, heute haben wir Internet, wir haben die Wettervorsagen, wir segeln nur bei schönem Wetter, obwohl wir über den Atlantik segeln. So macht man es
heute. Vielleicht. Ich sage, wenn Elon Musk dann plötzlich Lust hat, das auszuschalten oder du hast keinen Strom oder es geht kaputt, dann musst du auch mal größere Wellen abkönnen. Ja, das stimmt. Aber ich finde das wichtig, dass man die Stabilität im Hinterkopf hat, welchen Typ von Boot man haben möchte. Aber für schön Wettersegeln ist alles egal. Aber jetzt gerade kam zum Beispiel eine Frage, Folgeboote. Kennst du dich damit aus? Mit was? Folgeboot? Folgeboot, ja, das ist ein sehr klassischer Langkieler, wo das Ruder noch richtig am Kiel hängt. Der ist unzerstörbar. Da wurde mich gefragt, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, wie stabil so einer denn ja. ist. Und da ist es so, das Boot ist sehr stabil, weil es ein Langkieler ist. Das Ruder ist jetzt direkt am Kiel. Das heißt, da können nicht mal die Orcas den abbeißen, was übrigens hier in Galicien ein ganz großes, oder in Galicien und Portugal ein großes Problem ist, ja. weil diese kurzen Spatenruder da sind. Nur beim Folgeboot muss man sich eines bewusst sein. Der Nachfolger ist das, ist der IF, das internationale Folgeboot. Mhm. IF-Boot. Kann auch Maria Holm 25 heißen. Ja, genau. Das Folgeboot hat einen sehr, sehr niedriges Cockpit, was wunderbar ist, wenn es geschützt ist, weil es ein Folgeboot ist für die schwedischen Schären. Der Syl ist aber so, dass die Stabilität beim Folgeboot leider so ist, dass wenn der sich so um die 40, 45, 50 Grad kränkt, ich weiß es nicht mehr auswendig, dann ist die Stabilität noch da, aber Wasser läuft ins Cockpit. Hm. Okay. Und der internationale Folgeboot hat einen höheren Cockpit. Also der ist nicht ganz ozeantauglich, aber sehr stabil gebaut. Wunderschönes Boot. Ja, Stefan war ja gerade bei mir, der hat mir erzählt, das ist sein Boot, aber der möchte auch nicht Ozean segeln, aber er hat vor, in die Schären zu segeln. Das ist das perfekte da Boot. Da passt es perfekt, dafür ist es auch gebaut. Und jetzt haben wir hier, ich kenne es nicht, Waukiez. PS 48, kennst du das? Ja, kenne ich, aber ich kann nicht alle Daten. Aber was ich sagen kann, ist, dass wenn man unsicher ist, kann man sailboatdata.com anschauen. Sailboatdata.com. Da sind ganz viele Daten gesammelt. Ja. Und leider ist es so, dass die Stabilitätsinformationen nicht gerne von den Werften veröffentlicht werden, also diese GZ-Kurve. Wohl aber muss laut Gesetz, wenn es in Europa verkauft wird, diese Plankette im Boot sein. Und da steht, wie viel Gewicht es ist. Und wenn man es überlädt, mit wie viel untauglicher es wird sozusagen. Ja. Aber da gibt es sehr gut. Und da gibt es auch eine sehr gute Zahl, eine Merkzahl, die man da lesen kann. Und das ist the Comfort Factor. Komfortratio, ist das das Gleiche? Komfortratio, das ist genau, was ich sage. Ja. Komfortratio, das ist genau das. Weil da kann man, wenn man da so ein paar Kennzahlen dann dividiert und multipliziert, dann kommt man auf ein Komfortratio und ein sehr bequemes Boot sollte dann ein Stückchen über 30 oder 35 haben oder so etwas. Und das kann man dann vergleichen, wenn man ein Boot kaufen möchte. Was ist Komfortratio? Das ist, wie sehr das Boot in den Wellen schlägt oder unbequem ist, wenn es mehr bläst oder so. Mhm. Und dessen hat man ja auch vorgesorgt, weil es gibt die also das allerbeste Wetter-App, das ich kenne, ist Predict Wind. Ja. Und bei Predict Wind gibt es, wenn man ein bisschen dazu bezahlt, da kann man sagen, ich möchte jetzt von A nach B segeln. Und die berechnen dir für genau dein Boot, für deinen Bootstyp, den man dann angibt, inwiefern du drei Kennzahlen hast. Den Rollfaktor, den vertikale Beschleunigung und das Klatschen auf dem Meer. Und da ist der Rollfaktor, der soll unter 4 Grad sein. Jetzt weiß ich nicht, was diese 4 Grad bedeutet, aber das weiß ich halt. Und dann muss ich immer aufpassen, dass ich unter 4 Grad bin. Und dann gibt es diese Vertical Acceleration, der soll nicht mehr als 0,2 G sein. Und dann dieser Klatschfaktor, der sehr unbequem ist. Und dann kann man wählen, an welchem Tag man segeln soll, damit der Komfort am besten ist. Aber jetzt rede ich von Fahrtensegeln, vielleicht von Ozeansegeln, größere Strecken tun. Hm. Inwiefern will man bequem segeln? Weil es kann ja sein, dass man eine Familie hat, die wollen 2-3 Stunden nur bei schönstem Wetter, so wie heute hier auf dem kleinen in der Ria hier rumsegeln, dann muss man keinen Ozeandampfer kaufen. Und deshalb kann man ja dann, wenn man sagt, jetzt will ich aber weiter segeln, kann man sich dann was anderes nehmen. Aber das
Heißt ja, wenn ich zum Beispiel auf der Suche nach einem Boot bin, dann macht es Sinn, dass ich mir eine Liste mache mit Do's und Don'ts sozusagen, aber auch mit dem Revier, mit dem Hauptrevier, wo ich segeln will, mit den Dingen, die ich brauche, mit den Ansprüchen, die meine Mitsegler haben. Also von Platz bis Segeleigenschaft einmal alles runterschreiben und dann schauen, welcher Typ am besten dazu passt. Genau. Ne? Also, und dieser besagte Kunde, oder Mitsegler, der hat bei mir den J-Master gemacht, bevor er dann mit der Familie in die Karibik gesegelt ist, mit dieser Oceane 46. Er hatte auf seiner Liste, dass er unbedingt 2 Steuerräder haben wollte, damit er in der Mitte dann nach Achtern gehen kann, um dann ins Wasser zu springen. Und wenn man das hat, dann ist das gut. Dann weiß man, was man will. Ja, und dann ist das, und wie das über die Überfahrt ist, das hat er gesagt, das löse ich dann mit Internet an unterwegs. Ja. Er hat dann den Rig getauscht, das ist das, was ich auch gesagt habe, das ist wichtig, aber trotzdem ist seine Unterwand gebrochen. Oh. Die neue Unterwand. Die Boote sind nicht dafür konzipiert. Also die sind unterdimensioniert. Aber das ist jetzt Blauwasser segeln. Also das ist ein eigenes Thema, oder? Also, das ist ein eigenes Thema, ja. Das ist ein ganz eigenes Thema. Ja. Und früher war das viel besser. Deine Dela 31, die hat einen schweren Mast, die hat ganz dicke Saarlinge. Das ist also überdimensioniert, weil man damals gesagt hat, das Boot muss halten. Ja. Und das ist gut. Das ist auch gut. Übrigens, so einen schweren Mast, das ist ja auch ein bisschen witzig. Man denkt immer, moderne Boote sollen einen leichten Mast haben, weil das ist gut für die Stabilität, da ist da oben kein Gewicht und so. Ja, das stimmt bei flachem Wasser und bei Regatten. Aber wenn man einen schweren Mast hat mit überdimensionierten Wanden und Stagen, dann hat dieser Mast einen Drehwiderstand. Ja? Das heißt, es braucht viel Kraft, um den in Drehbewegung umzusetzen, weil er die Physiker sagen, Trägheit hat. Okay. Man denke sich an einen Seiltänzer. Der Seiltänzer hat so einen langen Stab. Ja. Ja? Und der lange Stab, der ist ja dafür da, dass wenn er den Stab bewegt, dafür braucht er ganz viel Energie. Für ihn ist der Stab sozusagen still. Der ist ganz steif, weil er so lang und schwer ist sozusagen. Ja, aber vor allen Dingen lang. Und wenn du so einen langen Mast hast, das ist wie so ein Seiltänzer. Man stelle sich ein Motorboot vor in den Wellen, der hat keinen Mast, der hat keine Trägheit. Das heißt, der bewegt sich wie so ein Ei auf dem Meer. Mhm. Und was anderes, was auch ganz wichtig ist mit den Bootstypen, ist diese Stabilität, die mir so wichtig ist, dass bei alten Segelbooten, die einen großen Lateralplan hatten unter dem Wasser, so wie ein Folkeboot, das war ja wie so ein Riesenbrett da. Das heißt, das hat sich nicht viel seitlich dann so bewegt, wegen der großen Menge Unterwasserschiff, was der hat. Moderne Boote, die haben einen ganz kurzen Kiel nur. Und das heißt, der wackelt wie verrückt, wenn er nicht unterwegs ist. Das heißt, moderne Schiffe kriegen erst ihre dynamische Stabilität, wenn sie Fahrt durchs Wasser machen, wie ein Flugzeugflügel. Und deshalb bei Sturmtaktiken, in der nächsten Yacht ist ein Artikel in der Sturmtaktik, wo ich auch interviewt wurde. Ich bin gespannt, welche Teile die von mir da nehmen, weil ich habe da auch gerne gesagt, dass nicht alle Boote, die heute gesegelt sind, dafür geeignet sind, dass man Sturmtraining macht. Weil diese modernen Boote, um die stabil zu bekommen, muss man schnell segeln. Man muss Fahrt haben. Der Kiel muss durchs Wasser schießen. Und deshalb funktioniert Beidrehen nicht so gut. Bei den klassischen Booten, die viel mehr Kiel unter Wasser haben, die können auch viel ruhiger sich bewegen, bewegen sich nicht seitwärts, wenn sie keine Fahrt durchs Wasser haben. Also moderne Boote müssen immer getrieben werden. Man denke an Volvo Ocean Race oder die Ocean Race, wie es jetzt heißt. Die fahren ja unheimlich schnell, sind sehr, sehr stabil, die wackeln ja gar nicht. Wegen ihrer Geschwindigkeit. Ja. Ja, das ist ein Riesenthema, ne? Also ich glaube, Riesenthema. Dann will ich nicht mal andeuten, an welche Ausrüstung man denken soll, wenn man in verschiedenen Revieren segeln möchte. Ja, nee, aber so Ostsee gibt es da so, also ich sehe hier zum Beispiel unheimlich viele skandinavische Schiffe, also Hallberg, Najad, das habe ich noch gesehen. Ja, natürlich auch die Klassiker hier, Bavaria und so, aber. Und Delas habe ich viele gesehen, aber gibt's, sagen wir mal, Ostsee. Nur damit wir die Frage einmal so
Ja. Warum hat man so viele Meyers und Halber Krassis in Schweden? Wobei, oder in der Ostsee? Wobei man wissen muss, das sind schwedische Westküstwerften. Auf der Ostküste, da hat man die Lynette und die Arkona. Und die Scherenkreuzer. Ja. Andere Schiffe. Ja, Halber Krassis sind natürlich für diese Skagerrak gebaut, das heißt für die Wellen, die da im Herbst entstehen. Und die sind auch isoliert. Und ein isolierter Rumpf ist etwas, was fantastisch ist, weil dann kann man bis in den Herbst und in den Frühling segeln, ohne dass es feucht wird oder kalt. Ja, soll ich dir was sagen? Der Totte guckt auch gerade zu, habe ich nicht gesehen, Sailing Biker, und der hat nämlich auch eine Halber Krassi und da hat er mir noch ganz stolz erzählt, dass die nämlich isoliert ist und das nicht ohne Grund. Ja, man kann über alle möglichen Bootstypen. Ich sag ja, das ist wie Religion, irgendwie kann man ja, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde geredet und ich kann nicht aufhören. Nein, und wir könnten uns auch mal irgendwo in einem Hafen treffen, einfach über den Steg laufen und dabei so ein Gespräch führen und dann mal links und rechts über die Boote sprechen, das wäre auch witzig, ja.